Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Genau, was ich mir oft gespart habe, ist die Reise. Ich habe ein bisschen eine längere Reise gemacht, um euch mal zu zeigen, was denn da so rumkommt, wenn man mal länger unterwegs ist. Ich habe es, glaube ich... Achtung, jetzt kommt's gleich. Eine Stunde, 7 Minuten? Nee, 20 Stunden. 20 Stunden? Ja. Wobei, der rechnet halt auch noch mit die Rückreise. Die Rückreise waren jetzt auch 6 Stunden circa. Also, die Mission hat, keine Ahnung, waren es wirklich 14 Stunden in Summe oder waren es, ich glaube, 12. Und ich habe es halt verlängert, glaube ich, 3 Mal. Ich komme, das erste Mal ist 5 Stunden und dann circa alle 2 Stunden einmal verlängern. Boah. So rum. Feuer dann, oder? Und circa immer so. Lithium, oder? Ja, immer mit Lithium. Aber am Anfang irgendwie 40 oder so und dann 60 und das letzte Mal waren es, glaube ich, 100, was ich gezahlt habe. Also ich bin jetzt auch, meine Reise, ich hab jetzt auch mal wieder ein bisschen angefangen mit den Reisen, die läuft jetzt seit einer Stunde 47. Mhm. Ich habe nur 2 graue Charaktere gezogen, Wesley und Troy. Mhm. 16 Chronitonen, 0 Ehre, der Rest ist irgendein Item-Gelums. Ja. Du hast da 3 Lila, ne? 354 Ehre. Ja. Dann kommen noch blaue Charaktere, so wie ich das sehe. Und ja, keine Ahnung, was. Da kommt noch einiges. Also ich finde schon, dass sich diese Reisen lohnen. Kosten zwar die Lithium, aber wenn man sich denkt, was man sonst für die Lithium kriegt, wie zum Beispiel, dass man sich Chronitonen kaufen kann für die Lithium. Also da fahre ich besser, wenn ich die Reisen mache. Ich habe jetzt circa ausgegeben. Absicht, gibt es das Verlängern? Gibt das größere Chancen auf wertvollere Items? Ja, oder? Ja. Das, okay. Ja. Also die Lilanen kommen erst, wenn man es ein- oder zweimal verlängert. Na, okay. Da habe ich einmal die Tasche gezogen. Oder gezogen, die kommen halt dann einfach. In dem Fall ist es halt leider der G.I. Chakotay. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Weltkriegsfan. Würde den eigentlich dann auch gleich wieder weggeben. No. Dex, ja. Das ist so zum Beispiel einfach so scheiße Folge, aus. Diese Voyager-Folge, wo die ganze Voyager zum Holodeck ausgebaut wird. Von der Story her geil. Aber warum musste die halbe Folge in diesen Nazi-Holodeck-Gedöns spielen? Hm. Das ist auch so ein Grund, weswegen man die heute überhaupt nicht mehr angucken kann. Ja, die auch dieses ständige Heil-Bla-Gerufe da in diesen Folgen. Das ist so. Oh. Echt? Weiß ich gar nicht mehr, dass sie das auch machen. Ja. Dieser eine, der erschossen wird. Okay. Mit Belana Troy irgendwie ein Kind hatte in dieser Simulation. Belana. Was ist denn los, Anno? Das Schlimme ist, ich musste sogar noch eine Sekunde überlegen. Ja, was ist denn damit? Achso, ja, die heißt ja gar nicht so. Belana Torres. Das kommt, weil wir eben über Treu gesprochen haben. Hier, weil ich eine 1-Sterne Treu gezogen habe. Manu. Oh, Manu. Aber die haben auch Arsch auf Kante mit 13 Anzeigen, ja. Ein kurzes Dilemma noch, 5,30 weg, dann wär's aber auch wieder, ne? Und das Dilemma ist gerade so runtergerastet. Oh, scheiße! zurück! Ich habe noch kurz überlegt, soll ich jetzt nochmal verlängern lassen, aber das hätte dann nochmal ordentlich die Lithium gekostet. Das glaube ich. Aber krass, dass es wirklich 3 Charaktere gibt, finde ich. Also 3 Lilane, das ist schon echt nice. Ich meine, es sind halt wirklich immer random Leute. Man kann sich nicht aussuchen, welche. Ja. Aber ja, trotzdem ganz nice. Eben da die Ehre, auch ganz cool. Ja, und dann geht's hier weiter mit den 3-Sterne-Charakteren. Kim. Das sieht so schwul aus. Wieso hat man da wieder diesen blöden Rahmen, ey? Du hast ja mal gesagt, dass es irgendwie auch bei den, wo war das, in der Crew-Anzeige oder so ganz merkwürdig aussieht? Ja. Bei dir so, zum Beispiel, wenn du ihn noch hast. Ich glaube nicht, dass ich ihn noch gewählt habe. Was bin ich? Ja gut, Tom Paris habe ich drin, ja. Es sieht so lustig aus. Einfach nur schäbig. Immerhin ist die Karte nach hinten und blockiert nicht noch irgendwie vorne
die Hände und diesen Lirper-Stab da von Spock. Das sieht nicht noch so künstlich wie so ein Bild davor geplappt wurde. Keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Das sieht auch so lustig aus dann in dem Q-Kampf. Die einzige Idee, die ich habe daran, ist, dass sie einfach, dass das eventuell die ersten zwei Charaktere sind, die irgendwas mit Holodeck zu tun hatten und dass sie die Idee hatten für das Spiel, alle Charaktere, die sie was mit dem Holodeck zu tun haben, diesen Hintergrundkram zu geben. Und da haben sie aber gesehen, sieht scheiße aus, ne, dann lassen wir es nur bei den zweien. Das ist die einzige Idee, die ich habe, warum die genau nur diese zwei so aussehen. Dass sie die da nie rausgegeben haben, ist halt komisch. Weil das sieht da halt auch so lustig aus, wenn man da Jetzt müsste gegeneinander wahrscheinlich kämpft und dann ist halt auch noch dieser was. billige Holodeck-Dingens zu sehen. Ja. Sie müssten wahrscheinlich die ganze Karte neu zeichnen oder so. Keine Ahnung. Ja, die Also müssen doch auch Ebenen hinter. Na gut, vielleicht haben sie keine Ebenen hinterlegt. Könnte auch sein. keine Ahnung. Ja, Crouch ist dann da noch dabei. Dann allein das. 91. Allein dafür lohnt sich's. Alter. Ich wiederhole nochmal, ich habe gerade mal 14 blaue in meiner Reise und sonst nichts. Nie. Nichts. Also 14 blaue Trainingskarten. Ja. Ja, das ist Dann da noch gut. die Zwei-Sterne-Charaktere. Ja, sind auch Oh, immerhin vier. Gibt auch wieder ein bisschen Ehre. Zwei der Vorteil ist, man kann Ein-Sterne-Charaktere. sie sammeln, weiß, okay, man hat sie entweder schon durch, und kann sie gleich wegwerfen und hat einfach Ehre damit. Ne? Das ist bei diesen Paketen immer so dieses, oh Gott, was krieg ich da jetzt? Ja. Ja. Zwei Ein-Sterne-Charaktere, 19 von den Blauen, auch noch. 53.000. 53.000. Okay. 4-Sterne-Items. Da, was bei dir, das zweite lilane, das meinte ich von diese gelben übereinander gestapelten, Ach, das gelb, das. nicht das. Ah, Das ist grün für. Okay. Okay. Ja, gelb, grün, keine Ahnung. Ja. Die Schaltkreise. Ja, sieht bei mir genauso aus. Wikipedia-Eintrag. Schaltkreis. Muss man jemand das Bild reinsetzen, mal gucken, wie lange es dauert, bis sich jemand bemerkt. Wie du mal gesagt hast, die Campingtaschenlampe. Zack, Ja. Bild rein. Oh, das sieht ja auch cool aus da unten eigentlich. Ja, stimmt, was ist das denn? What the fuck? Und der Braucht Faser neue sieht ja Items, voll haben auch noch komisch keine aus. Bilder. Ja, packt einfach so eine Truhe aus Minecraft davor, das passt auch schon. Und der Phaser, ey, was ist denn das? Wenn das überhaupt ein Phaser ist. Es sieht aus wie, ja, es sieht aus wie ein Phaser, aber als ob die Verkleidung fehlt oder so, ne? Ja. Dunkeln aufgenommen. Kannst du den anklicken? Kommt Nee, dann wie leider nicht. halt so. Aber es kommt das Geräusch. Ist auch geil. Der Okay. Geräusch, das Geräusch, als würde ich was anwählen. Es macht's nur nicht auf. Okay. Strange. Sieht ja auch abenteuerlich aus. Habe ich noch nie gesehen. Diese ganzen fünf Items da. Habe ich, Das glaube ich, in der noch nie Mitte ist der gebraucht. Phaser aus der Pilotfolge von 1964, The Cage. Und das ganz rechts sieht aus wie ein Koffer, wo lauter Phaser-Dinger drin liegen, aber. Diese Brille könnte eventuell aus der Originalserie sein, wo irgendwie so ein. Eine Blinde muss in eine leuchtende rote Truhe gucken und muss sich diese Maske aufsetzen, da sonst irgendwas passiert. Ich glaube, die wird wahnsinnig sonst. Ernsthaft? Kann. Okay. Ja, kann sein, dass es die Folge ist. Bin mir auch nicht ganz sicher. Okay. Ich hab echt nicht. Ich muss mich echt mal wieder TNG auch anschauen. Ich weiß nach Deep Space Nine. Ja. Ja, 146 von den Replikatorationen. Deswegen, ich habe nie wieder Probleme mit Replikatorationen, was ich damals immer so knapp hatte und auch für Ehre kaufen musste. Und jetzt Keine bisher bekommen. Also man muss easy. echt wirklich mindestens zweimal Dilithium reinpumpen, Ja, einmal reicht eigentlich das. auch schon. Okay. Aber für die Rosanen, ich glaube, ich hatte noch nie Rosanen. Also das gibt's scheinbar erst, wenn man dreimal verlängert. 146 gleich davon, ja. Naja. dann 2-Sterne-Items. Jo. Auch nicht wenige, finde ich. Auch Jo. schön. 6 Stück gleich von diesen Kristallen hier. Da die Dinge, die auch immer wieder ausgehen.
Gut, ja. Hüllen gibt es auch 10 verschiedene, die also kann keine Ahnung, ob das jetzt nicht merken. Ist. Die Dinger gibt es auch in, ja, weiß nicht, 10 Formen, Farben. 20 Farben und, Gott, ja. Aber das ist dasselbe in grün, allerdings ist jetzt das eine ist jetzt bronzefarben und das andere war eben silberfarben. Ja. Dasselbe gibt es dann als grünes, gelbes, lilanes, weißes, graues Item mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternen. Oh. Gerade auch das bei den Schaltkreisen nicht ist, keine Ahnung. 6 übereinander gelegt und dann gibt es noch 7 und 8 und 9. Das wäre auch noch toll. Nicht. Nicht. Liebe Entwickler, jetzt weghören. Na, die 2-Sterne-Items. Nochmal 19 Replikator 2. Ja. Und die Items finde ich richtig gut. Dann die 1-Sterne-Sachen. Ja. Uniform. Klick, 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 klick. Dann die 0-Sterne. Und jetzt kommt noch das Beste. Willst du mich fragen? 1122 Kronitonen. Nice, oder? Ja, ich weiß schon, was du in 56 Minuten machst. Die restlichen 4-5 Stunden von deinem Ersparnispaket genau. Bis zur Erschöpfung ausnutzen. Das wird eine lange Nacht. Oh Mann. Drum hatte ich dann auch überlegt, soll ich jetzt wirklich nochmal verlängern oder die Reise gleich abbrechen, weil, keine Ahnung, sonst wäre das noch 2 Stunden länger gewesen und ja, es wird dann echt spät. Bei dir sind auch die Werte viel höher mit Command und Wissenschaft und Kukaki alles. Ich habe viele... Ach was. Also ich habe Wissenschaft und Engineering sind bei mir gerade mal auf 700. Ach hier, die 1200, ach was. Ach was. Ist doch nichts. Locker. Hier, schaut, da bin ich richtig mies bei Wissenschaft. Da 850 nur. Die Seven kommt auch weg, sobald jemand anderer da ist. Ich habe noch nicht mal summiert mit beiden Wissenschaftlern, die dabei sind, zusammen. Die ist so mein schwächster Wert, die Seven. Das schwächste Glied hinter der gesamten Kette hier. Ja. Ja. Übrigens bei einer Stunde 58, bei mir macht es gleich Boom. Na, das stimmt schon, also nur durch die Gruppe, also ich merke es bei meinem zweiten Account, da sind 2- und 3-Sterne-Charaktere, die da unterwegs sind und die kommen irgendwie auf 300 und 400 von den Werten her und die schaffen halt gerade mal so 3 Stunden vielleicht. Mhm. Und die kommen halt jetzt auf 5 Stunden circa ohne Probleme. No. Und da lohnt sich es halt dann wirklich so ein bisschen verlängern, weil dann hast du eben wieder circa 2 Stunden mehr und dann kommen einfach echt gute Items raus, muss ich sagen. Also dafür investiere ich dann auch gern die Lithium für diese Reisen, weil ja, kommt echt was ist dabei denn das, rum. Die, also wie viel, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, was ist denn das? Ist das immer dieselbe Summe, 70 da? Oder nee, ist es das... wird mehr, also waren vorher 40, dann waren es, keine Ahnung, sagen wir 80 und das letzte Mal waren es 100 oder so. Ah, okay. Oder 110, glaube ich. Also habe ich in Summe, kann man sagen, keine Ahnung, 250 die Lithium gezahlt. Mhm. Und habe dafür, ja, nette Charaktere bekommen. Ordentlich Ehre. Schön viel Trainings, was ja auch immer teuer ist. Bisschen Kohle, viele Items, die auch immer ganz wichtig sind eigentlich. Replikatorationen, dass ich da nie Probleme habe und halt einfach noch 1120 Kronitonen. Und wenn du das halt dann mal gegenrechnest mit dem Witz hier, ja, stellt sich halt in keiner Relation. Also würdest du 100... Selbst die Nicht-Mathe-Genies müssen bei uns, glaube ich, gar nicht erst anfangen zu rechnen. Also für das kriegst du um den Preis für 300 Dilithium 100 Kronitonen und ich krieg raus 1100 Kronitonen oder was es waren. Ja, also, wie gesagt, ist schon ein netter Unterschied. Zusammenhang mit so einer fortschrittlichen Crew halt auch. Ja, genau. Genau, muss man auch sagen. Also da bin ich schon gespannt, aber war jetzt das erste Mal, dass ich eine Reise wirklich so lang gehen habe lassen. Also wirklich 3 lilane Charaktere hatte ich noch nie. Aber ich dachte mir, für die Aufnahme. Alles für die Aufnahme. A, kann ich mir das mal anschauen. Und B, seht ihr dann auch gleich mal, wie das ausschaut, wenn man so eine lange Reise macht. Wäre wirklich interessant, wenn man es noch länger laufen lassen würde, ob dann irgendwie ein lila, also ein goldener auch noch dabei wäre.
Nee, lilane hast du ja schon, du meinst die goldenen. Ja. Die 5-Sterne-Charaktere. Wahrscheinlich so ab 5-mal oder so dann. Ab 3 Tagen. Wenn schon 6000 Lithium gekostet hat oder so. Wir hatten das schon, das habe ich beim letzten Mal in deiner Aufnahme vorgelesen, weil wir bei dir einen Tag später Aufnahmen hatten. Nee, bei mir war das noch nicht die Mail. Die war kurz nach meiner Aufnahme. Das ist nicht die von diesem Chris Schieß mich tot? Von den Bryans? Ja. Genau, aber gezeigt hatte ich es noch nicht, die Dingens. Okay. Das ist einfach die Sache gewesen, dass aus einigen Packages, oh, jetzt gibt es das gar nicht mehr zu kaufen. Okay. Aus einigen Packages gab es scheinbar eine miese Drop-Chance, da kamen weniger 4-Sterne-Leute raus, als sein dürfte, und dann haben sie quasi so für Ehre kaufbare Packages drinnen gehabt und auch welche gratis hergegeben, eben quasi als Ausgleich, was ich eigentlich ganz fair finde. So eine Apology, und bei mir waren es 12 4-Sterne-Charaktere, die ich dann bekommen habe. Ja. Ist ausgelaufen, ja, jetzt scheinbar irgendwann am 25. Gut, vor 2 Tagen, Mittwoch. Ja, kann sein. Und das ist ja nice. Also, da kommt noch was, okay. Maximum Levels in Core Skill Rooms, ich glaube, das haben wir bei dir letztes Mal auch schon, durchgegangen. Dass die Transporterräume sind nicht erweitert, aber die restlichen, ja. Ja, genau. Also alle auf 6 Level außer Transporterraum, der bleibt bei 3. Können wir uns ja auch ganz kurz anschauen. Mal die Starbase schauen. Das wäre jetzt Stufe 6 quasi das Maximum, wo wir da gerade mal 2 haben. Aber der Transporterraum, der bleibt. Ja. Dauert auch gefühlt ewig. Zum Bau, ne? Ja. Einen halben Tag, glaube ich, fast. Mhm. 16 Stunden oder so waren drin. Oder also mehr als einen halben Tag, ja. Das Ding braucht jetzt noch fast 11, ja, und danach kommt gleich das nächste dran. Mhm. Die sind gerade in Stress da, die Bauer. Auf der Sternenbasis. Und das letzte habe ich mir auch noch nicht durchgelesen. Okay, das war's. Wieder dieser Bitly-Link. Ja. Klingonen, Transmissionen. Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, sie haben noch nichts an der Performance verändert, was sie beim letzten Mal angeboten haben. Nee, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde so, dass es in der letzten Woche fast eher schlimmer geworden ist. Stimmt, du hattest etwas gepostet, so habt ihr auch Probleme mit dem Einloggen, ja, oder so? Also gestern hatte ich mit gerade bei der Handy-App, die hat geladen, dann kam das Disruptor-Beam-Logo, dann schwankte es um zu dem Star Trek Timelines-Logo und dann ging es überhaupt nicht weiter und das ungefähr 10, 20 Mal, bis es über Stunden hinweg, und irgendwann abends ging es erst wieder, so gegen 18 Uhr oder so. Ich habe am Handy auch dieses Disruptor-Beam-Logo manchmal total schwach, dass man das kaum erkennt, nur so ganz schwarz und so ganz leicht farbig. Okay, nee, das habe ich jetzt nicht. Okay. Ja, meistens ist es eh nicht so lange da, weil es dann ist kaum da und dann springt es gleich um auf das Timelines-Logo. Okay. Und dann braucht es lange, bis es mal irgendwie so LKs wird geladen, Fahrstuhl wird zur Brücke genommen, bla. Vielleicht dauert bei mir dieses erste Logo einfach länger, weil der andere geht dann in Ordnung schnell. Ich meine, das dauert immer noch lange, das schon. Ja. Aber es hängt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich müsste jetzt 20 Mal neu rein und raus. Es ist halt überhaupt nichts passiert in dem Moment. Normalerweise sieht man ja unten immer diesen Ladebalken und dann steht da irgendwie blablabla bla, bla wird geladen oder sowas, ne? Mhm. Also LKs oder Fahrstuhl zur Brücke oder was da mal steht. Und da kam halt überhaupt nichts und das bei jedem Start. Also ganz merkwürdig. Mhm. Okay. Also da können Sie gerne noch ein bisschen was verbessern, wenn Sie schon ankündigen. Wahrscheinlich so die Leute im Entwicklungsteam so, ey, was hat denn der da wieder angekündigt, der Idiot, das schafft man doch niemals. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.